Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich stehe hier gerade im Stall, weil es gibt heute wieder eine besondere Folge. Und zwar, mein Pferd ist ausgelevelt. Ihr seht hier, Level 15. Sie ist komplett fertig ausgebildet, würde ich mal dazu sagen. Und ja, das bedeutet, ich reite jetzt wieder ein neues Pferd. Und mir hilft wieder dabei meine Raya, mein Hund, und sie wird das Ganze so, naja, sagen wir mal, auswürfeln oder auslosen, wie man das jetzt, ja, wie man das jetzt so auch bezeichnen mag. So, dann hätten wir hier jetzt wieder Moon Angel, mein Andalusia, zur Verfügung, zur Auswahl. Hier haben wir Violet da, mein kleines Urpferd. Und hier ist mein großes Urpferd, der Mint River, und Blind Eye, das kleine Halloween-Fjord-Urpferd von, ja genau, von Halloween. So, okay, ihr Lieben, dann schalte ich jetzt wieder zur Raya rum, also auf die Kamera, und dann wollen wir mal schauen, was dabei herauskommt. Hier ist also wieder meine Raya, die wartet schon wieder ganz gespannt, und ich habe mir das jetzt wie folgt ausgedacht, also oder überlegt, dass ich sie das so ein bisschen wie halt, naja, wie auswürfeln lasse, und da habe ich jetzt hier, naja, also solche Kugeln gemacht, bunte Kugeln, da stehen hier die Zahlen drauf, 4, 2 und 6, und habe jetzt hier noch den Zettel. Und die Raya lassen wir jetzt immer, also pro Pferd, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich, ja, also pro Pferd lasse ich sie jetzt dreimal die Zahlen, also die Kugeln hier, also bringen, und die Zahl, die sie dann halt bringt, die trage ich dann hier in die Liste ein. Genau, und wer dann am meisten die meisten Punkte hat, also welches Pferd dann die meisten Punkte am Ende hat, der hat dann gewonnen. So, und ich würde sagen, die Raya, die wartet schon ganz gespannt, und wir fangen einfach mal an. So, also ich schmeiße jetzt der Raya die Kugel. Raya und bring. Na, bring. Super gemacht. Also hier seht ihr, sie hat den Grün gesammelt, und das ist die Nummer 6. Und die trage ich jetzt in die Liste ein. Warte, Raya. So, also ich habe jetzt hier die eingetragen, die Nummer 6, und dann geht es jetzt weiter. Also ich mache das jetzt so der Reihenfolge nach. Erstmal Moon Angel, dann Blind Eye und so weiter und so fort. Ne? Also Moon Angel jetzt noch zweimal, und dann halt ist Blind Eye und dran, und dann Violet da und so weiter und so fort. Und dann mache ich jetzt den, also den nächsten. Okay. Super, na prima. Ah, ja. Prima gemacht. Hier, das ist die Nummer 6, die trage ich auch in die Liste. Nein. Also ihr seht, Moon Angel hat nochmal 6 gehabt, also kommen da auch wieder 6 Punkte rein. So, jetzt kommt der dritte Wurf für Moon Angel. Mal sehen, was da jetzt noch für eine Zahl rauskommt. Und bring. Eigentlich kaputt machen. Komm her. Also, sie hat hier die Nummer. Raya, nein. Mach mal Sitz. Komm. So, super. Nein. Also die Nummer 6 wieder, und die trage ich jetzt auch wieder ein. So, seht ihr? Das Ausrechnen machen wir dann zum Schluss. So, und jetzt ist Blind Eye an der Raya. Also, jetzt ist Blind Eye an der Raya. Und bring. Ihr habt gesehen, das war der rote. Oh. Ja. Hier der rote war es, also die Nummer 4. Also trage ich hier die Nummer 4 ein. So, jetzt kommt die zweite Runde für Blind Eye. Oh.
Ja, das Rot habt ihr gesehen, ja. Wieder die Nummer 4. Machst jetzt Reihe. Super. So, und jetzt kommt noch die dritte Runde für Blind Eye. Also die 4, das habe ich jetzt gerade schon eingetragen. Und jetzt kommt die dritte Runde. Reihe. Blau, okay, alles klar. Dann die Nummer 2. So, die trage ich jetzt auch hier ein. Da seht ihr es. Im Moment gewinnt hier, ist hier schon Moon Angel an der Spitze. So, jetzt machen wir mal noch die 2 ganz flott. So, jetzt kommt der Violet Star. Spring. Super, den Grün hat sie gebracht. Dann den Grün. Die Nummer 6. Was jetzt? Also die Nummer 6 habe ich schon eingetragen. Jetzt kommt die zweite Runde. Da haben wir hier die 2. So, jetzt seht ihr, die 6 habe ich schon eingetragen. Jetzt kommt jetzt noch die 2. So, jetzt kommt noch die dritte Runde für Violet Star. Und Pink. Okay, also den roten hat es jetzt hier zum... Warte. So, den roten hat es jetzt hier noch zum Schluss mir hergebracht. Also die 4. Und die trage ich jetzt auch wieder hier ein. Also wie man schon sieht, führt im Moment Moon Angel. Jetzt machen wir mal noch Mint River. Mal sehen, was da rauskommt. So, jetzt machen wir noch, wie gesagt, Mint River. Und bring. Super. Hier 4 für Mint River. So, okay. So, dann machen wir noch die letzte oder vorletzte Runde für Mint River. Super. Ja, das ist die Nummer 6. Das ist Raya. Prima. So, die trage ich jetzt auch hier ein. Obwohl man eigentlich schon sieht, dass Moon Angel ja eigentlich gewonnen hat. Aber wir wollen es schon mal richtig machen, also machen wir auch noch die letzte Runde. So, dann machen wir noch die letzte Runde für Mint River. Warte. Und okay. Super. So, ihr seht hier die Nummer 2. Okay. Okay, ihr Lieben, das war's. Die Reihe hat es jetzt ausgelost. Da gucken wir gleich nochmal. Mach's jetzt. Oh, oh, super. So, Moment, ich schalte einmal um. Ja, also ihr seht, hier, das war die letzte Zahl, die 2. Die trage ich jetzt hier noch mit ein. So, wir können es ja trotzdem mal einmal... Kann ja trotzdem einmal ausrechnen, wie viele Punkte sie jetzt also ausgelost hat quasi. Da haben so, wartet mal, da haben wir jetzt hier 18. Dann haben wir hier 10 Punkte. Hier haben wir 12 und hier haben wir auch nochmal 12 Punkte. So, das seht ihr, also verloren hat leider Blind Eye und gewonnen hat dann quasi Moon Angel. Das ist mein Andalusia, der ja in meinem neuen Intro mit drin ist. Das habe ich mir so gewünscht. Ja, wie gesagt, das habe ich mir schon irgendwie gewünscht, dass Moon Angel gewinnt. Wahrscheinlich hat mich Raya erhört, weil ich möchte nämlich unbedingt mal mein Andalusia reiten. Ja, und dann wechseln wir jetzt mal zurück in den Stall. So, da sind wir wieder zurück im Stall. Ihr habt gesehen, die Reihe hat das ganz toll ausgelost und das bedeutet, dass ich jetzt die nächste Zeit
mein Andalusier Moonangel reiten werde. Hallo Mäuschen. Okay, das ist ja eigentlich ein Hengst. Ich setze mich einmal drauf auf ihn. Ach Mann, ich freue mich so. Ich habe mir das... Ach, ich weiß nicht, das ist nämlich... Im Moment ist das eigentlich mein Lieblingspferd so in Star Stable. Und ja, ich bin total glücklich mit der Auswahl. Die Raya, die wertet das... Oder die lost das immer so toll aus. Ich weiß nicht. Kommt immer genau das raus, was ich mir gewünscht habe. Beim letzten Mal hatte ich mir tatsächlich hier damals noch Mini-Sister. Und dann hatte ich sie ja umbenannt, ne? Hatte ich mir gewünscht, ja, und das kam dann auch raus. Und jetzt hatte ich mir ganz fest gewünscht, dass es Moonangel wird. Und es ist Moonangel. Und ich freue mich so. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, eine neue Ausrüstung. Ja, das passt jetzt irgendwie nicht mehr so gut zusammen. Und ja, da würde ich aber dann sagen, das machen wir dann einfach in einer anderen Folge. Oder ich lasse es halt ganz weg. Ich weiß noch nicht genau. Aber demnächst werde ich, wie gesagt, den Moon Angel reiten. Und welches Level hat er? Er hat jetzt schon Level 6, okay. Und ja, und Snow Girl werde ich dann nur für Championate oder so nutzen, weil... Ja, weil halt ausgelevelt, ne? Ihr wisst ja. Gut, okay, ihr Lieben. Dann war's das an der Stelle von mir. Und hallo. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Und bis bald.